Folge Let's Play Minecraft zusammen mit dem Kasuta. Ja, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was wir als letztes gemacht haben. Ich glaube aber, da ich die Zäune sehe, wollten wir vielleicht eine Farm anlegen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, generell, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mir überhaupt gar nicht gefällt. Ich weiß echt nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das mit diesem Glasdinger, das sieht ja total scheiße aus. Keine Ahnung, das müssen wir noch ändern. Und generell das Haus ein bisschen schöner machen. Auf jeden Fall. So, Kakaobohnen brauchen wir eh nicht. Ohne Scheiße, sie haben so viel Dreck gemacht in den letzten paar Folgen. Oh Mann. Naja. Jetzt. Ja, lassen wir das erstmal. Und dann. Hallo? Lass mich mal runter. Ja, würde ich sagen, machen wir hier mal an unserer. Mach doch. Ach, will ich mich verarschen? Machen wir hier mal kurz ein bisschen weiter. So. Müssen wir hier noch ein bisschen was auf. Ach man, die Geräusche sind voll laut. Ja, wieder Schwierigkeit seht ihr auf einfach, weil, naja, ich habe ein bisschen gefällt. In den letzten paar Folgen war es. Ich glaube, da liegt ein Apfel. Ich glaube, da war es auf Peaceful gestellt. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich davor irgendwas mit Redstone gearbeitet habe, irgendwelche Sachen ausprobiert habe oder so. Und dann stelle ich jetzt sogar auf Peaceful. Keine Ahnung. Jo, was zum. Dum, 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 dum. So, dann haben wir das jetzt auch schon ziemlich. So, dann würde ich sagen, machen wir das so, bis hier, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Erde, oh Mann, Timber, Bodo, wie weit geht es denn hier? Nicht mehr so, Dip. Bäume hier auch noch kurz weg. Ich habe einfach Kram hier. Drecksbäume! Ihr müsst mal ein bisschen duschen gehen! Spaß, nein. Okay. Der weiß rassistisch. Egal. Scheiß drauf! Nee. Dümmel. Ach, scheiß Blume, ich brauche keiner. Geh mal weg hier. So, dann setzen wir hier. Oh Mann, hier muss auch noch eine Schicht hin. So, dann setzen wir hier mal die Dinger hin. Ernsthaft. Ach, jetzt lass mich drauf. So, du. Oh, schöne Minecraft-Musik. So, Gesprächsthemen für heute. Ja, diesmal. Ernsthaft! Mann! So ein Dreck. Muss noch eins weiter reinversetzt werden. So, Gesprächsthemen für heute. Heute bin ich sogar ein bisschen vorbereitet. Also, wie gesagt, nur ein bisschen. Und zwar würde ich gerne mit euch über soziale Netzwerke, also vor allem Facebook natürlich, das ist wahrscheinlich, oder ja, das bekannteste von allen und auch am meisten genutzte. Ja, ich selber bin auch auf Facebook und auf Skype. Jo, auf andere. Okay, es wird Nacht. Nicht vom Thema ablenken. Ja, auf jeden Fall. In anderen bin ich nicht. Also ja, Skype und Facebook halt. Keine Ahnung, also ich durfte früher nicht. Keines, dann hat es angefangen, dass ich wegen Schüleraustausch, dann hat es angefangen, dass ich auf den Schüleraustausch gegangen bin und dann, dass ich halt Kontakt mit meinem Austauschpartner hatte, durfte ich dann auf Skype, um halt mit dem ein bisschen zu skypen oder so, aber Facebook, nee, durfte ich nicht, keine Ahnung, am Anfang wollte ich unbedingt, aber irgendwann, keine Ahnung, dann
habe ich dann nicht mehr nachgefragt. Also A, weil ich halt natürlich wusste, ich werde es sowieso nicht dürfen. Also meine Mutter und auch mein Vater werden es mir nicht erlauben. Ja, und dann... Moment, ist meine Musik zu laut. Ja, und dann... wie war's? Ach, verdammt, Vater verloren. Nein! Tadam. Ja, weil was waren wir jetzt? Verdammt, soziale Netzwerke. Ach ja, genau. Da habe ich auch gar nicht mehr nachgefragt, von wegen, ob ich jetzt auf Facebook darf oder so. Obwohl damals, als das Ganze angefangen hat, war es noch nicht, irgendwie heißt Facebook, sondern da war es noch dieses, wie hieß es, ICQ und SchülerVZ, genau, das war's. So hat das Ganze nämlich irgendwie so ein bisschen angefangen. Also zumindest, keine Ahnung, seit es für mich irgendwie eine, sag ich mal, Rolle gespielt hat. Und ja, dann, weil, ja, naja, ein paar Freunde von mir waren halt, also, sagen wir so, es gibt da ja so eine Art kleines Vorurteil, ja, immer die Schüler, die schlecht sind, also die Leute, die schlecht sind in der Schule, die asozial sind und sowas, solche Leute sind auf Facebook, soziale Netzwerke und sowas. Und ich habe das nie so wirklich geglaubt und so, keine Ahnung, ich wusste auch nicht, und dann, ja, ich habe halt gesehen, viele von meinen Freunden waren halt drauf, die haben dann mit irgendwelchen anderen Freunden gechattet oder so. Und Leute, keine Ahnung, fremde Leute zum Teil. Und für mich hatte das, keine Ahnung, damals gar keine so große Bedeutung. Mir war das egal. Also damals wusste ich auch noch nicht so viel von so Geschichten mit Pädophilen oder so Zeugs. Ja, und dann, naja, dann kam halt dieses Facebook. Jeder hat angefangen, Ding dort zu joinen und sowas, Ding ICQ, SchülerVZ, sowas ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ja, und ich habe natürlich auch meine Mutter gefragt, ja, darf ich drauf? Nee, das ist nur nichts für dich, bla bla bla, man kennt ja alles. Und dann, ja, war es mir dann auch relativ egal irgendwann. Und dann habe ich immer mal wieder so gefragt, so alle paar Monate. Keine Ahnung, weil wenn mir langweilig war, keine Ahnung, andere Freunde von mir sind dann auf Facebook gegangen, haben nach neuen Posts geschaut, lauter so Zeugs, und ich saß halt, keine Ahnung, zu Hause, hab gelesen oder mit der Playstation gespielt. Ja, und dann, jetzt habe ich wieder gefragt, das war vor einem halben Jahr oder so, dann hat sie gesagt, ja, sie überlegt sich's mal. Und das war so der Punkt, wo ich wusste, okay, ja, jetzt darf ich bald. Ich verarsche, Junge. Ja, und dann, keine Ahnung, dann habe ich sie wieder ein paar Mal gefragt. Dann hieß es, ja, ich muss noch überlegen, muss noch mit deinem Vater sprechen. Bla bla, kennt man ja. Und dann irgendwann hat sie halt gesagt, ja, okay, Jens, du darfst auf Facebook. Dann habe ich mich natürlich gefreut. Und alles ist ja klar. Ja, und dann bin ich halt aufgejoint, klar, natürlich gleich Freunde gesucht, und dann habe ich natürlich meiner Mutter versprochen, ja, ich adde nur wirkliche Freunde, wirklich welche, die ich kenne, aber ich glaube, das hält bei niemandem so wirklich lange, und weil irgendwann verfällt man dann doch schon dem, naja, ich will es nicht wahr nennen, aber diesem Wettkampf, wer mehr Freunde hat und sowas, also so kenne ich es, also, keine Ahnung, na, ich will nicht sagen, ich freue mich, aber keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich finde es nicht schlecht, oder nein, fuck, wie soll ich das sagen? Das ist komisch. Wie soll ich sagen? Schwer. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich das ausdrücken soll. Und zwar, keine Ahnung, ich finde es ja schon, ich würde es nicht toll sagen, aber nicht schlecht, wenn man ich mehr Freunde hab als irgendjemand anderes, den ich kenne. Oh fuck, jetzt habe ich fast Leitung gemacht. ich freue mich da nicht, aber keine Ahnung, das löst, ach, ich hatte ja schon Zeug, weil ich bin so dumm anschaffend. Aber das löst so ein, keine Ahnung, nicht schlechtes Gefühl auf. So, sagen wir so. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen, so wie ich das meine. Ja. So, jetzt ganz kurz nochmal dem Let's Play zu wenden. So, die Aufgabe ist so gut wie erfüllt. Jetzt muss ich nur noch die Dinge einfüllen. Was heißt einfüllen? Habe ich Fackeln dabei? Schön.
die Tiere da reinlocken. Das kann ich gleich machen. Ich werde erst das hier noch ein bisschen ausleuchten. So hier und hier. Dann hier eine. Ja, doch. Na, machen wir hier. Hier eine. Dududum. Hier eine. Und hier eine. So, dann kann man eigentlich theoretisch, keine Ahnung, hier noch eine hinmachen. Ist ja egal. So. Ja. Unsere Kiste ist dann doch sehr voll. Würde ich sagen, machen wir noch kurz ein paar. Dum. Wie viele machen wir denn? Ganz sonst zu fünf? Ach, schade, fast. So. Ja, so ist auch schön. Weizen haben wir auch noch gar nicht. So, was ich jetzt machen würde. Ja, ich weiß, es ist sinnlos, aber. Ich mache das jetzt weg. So, und ich habe echt keine Ahnung, warum ich das hier hingebaut habe. Ernsthaft. Das sieht so scheiße aus. Wahrscheinlich war ich gerade bekifft oder so. Nein, Spaß. Ich kiffe nicht. Hat für mich auch keinen Reiz oder so. Ganz ehrlich. Naja. Hallo? Ja. So, dann schauen wir mal, dass wir hier in diesem Let's Play ein bisschen weiterkommen und nicht nur irgendeinen Scheiß machen. Naja, ich meine, wir haben schon Diamanten, wir haben ein bisschen Eisen, glaube ich. Ich glaube, so arg beschweren können wir uns eigentlich nicht. Glaube ich. Dann müssten wir uns bald auch noch einen Strip-Mining-Gang zulegen. Dass wir ein bisschen schneller irgendwas farmen können. Oder was ist schneller? Ja, effektiver vielleicht. Keine Ahnung. Blablabla. Nein, was zum. So. Nein, das kann ich auch damit machen. Yay, alles wird abgeholt. Woo! So, jetzt. Das ist Wasser hier weg. Oh Mann, das kann ich alles wieder abholzen. Ganze Mühe umsonst. Für gar nichts. Mein Spaß. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf eigentlich? 13 Minuten. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir dieses Let's Play beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im 10. Ja, ich glaube im 10. Part wieder. Bis dann würde ich mich sagen. Tschüss.